Heute stellen wir euch den ersten vollelektrischen Jeep vor. Wenn ihr mehr sehen wollt, bleibt dran. Herzlich willkommen beim Autohaus Autohäuser. Mein Name ist Halb Remy. Ich bin Ansprechpartner für die Marke Jeep. Ich stelle euch heute den neuen Jeep Avenger vor. Der erste vollelektrische Jeep. Wir fangen hier vorne an der Front an mit dem 7-Slot-Kühlergrill. Jeep typisch, die Jeepfahrer kennen es schon. Hier vorne, das ist halt natürlich neu, das E, weil es ein vollelektrischer ist. Dann gehen wir mal weiter runter. Ein kleines Easter Egg oder zwei kleine Easter Eggs. Hier vorne der typische Jeep Kühlergrill, 7 Slot, aber mit den runden Scheinwerfern. Und was ich auch noch entdeckt habe, hier vorne in der Mitte, ein schöner Kompass. Ja? Dann gehen wir hier weiter, schauen uns mal die Scheinwerfer an, die hier nicht rund sind. Es sind aber schöne Voll-LED-Scheinwerfer, auch in Serie dabei. Die sind nach innen versetzt, hat einen Grund, und zwar bei einem Unfall wird der Scheinwerfer nicht direkt getroffen, sondern wird hier vorne erstmal von der Karosserie oder von der Stoßstange vorne geschützt. Dann hier unten, weiter unten, sehen wir noch, ist abgesetzt Kunststoff an den Stoßfänger. Und zwar auch etwas höher angesetzt. Das geht um das ganze Auto rum. Das schauen wir uns auch gleich zusammen an. Auch das ist so ein 360 Grad Schutz für den Avenger, wenn Sie mal abseits der Straßen unterwegs sind oder parken beim Einkaufen, kann ja alles passieren. Dann gehen wir auch hier gleich weiter. Hier sind wir die 18 Zoll Leichtmetallräder, auch Serienausstattung bei dem Jeep Avenger Summit, so wie der hier steht. Das ist nämlich die höchste Ausstattungsvariante bei Jeep. Dann geht es hier weiter mit dem Schutz, den ich hier gerade genannt habe. Hier oben nochmal der Avenger Schriftzug. Und was wir auch sehen, 20 cm Bodenfreiheit haben wir hier. Das heißt, wir können auch abseits der Straßen mit dem Auto unterwegs sein. Also Offroad Light sage ich einfach mal dazu, weil wir haben keinen Allradantrieb hier, sondern Frontantrieb. Und von daher, das funktioniert, beziehungsweise auch bei einem Unfall oder Parkrempler sind wir hier geschützt, wird nicht gleich der Lack getroffen. Und wenn wir dann hier weitergehen, sehen wir hier vorne nochmal Jeep eingestanzt. Sieht auch ganz cool aus. Und dann geht es hier weiter an der Heckpartie, weil wir haben hier auch noch ein bisschen was versteckt. Und zwar, auch wieder die Jeepfahrer kennen es sofort, hier in den Rückleuchten das X. Das X kommt von dem Benzinkanister vom Militär. Da ist auch mal so ein X eingestanzt. Die meisten kennen das oder haben es wahrscheinlich vor den Augen. Und hier auch wieder der Jeep Kühlergrill mit den runden Scheinwerfern. Schauen wir uns mal zusammen jetzt mal den Kofferraum an. Auch ganz wichtig bei dem Avenger. Der Jeep Avenger ist ja ein kleiner SUV für die Stadt mit einem guten Kofferraumvolumen. Also der Einkauf passt definitiv rein, die Bierkiste natürlich auch. Wir können die Sitze noch umlegen, um so mehr Kofferraumvolumen zu erzeugen. Und wir haben noch einen doppelten Laderaumboden. Also hier könnten wir auch noch was verstecken. Hier liegt jetzt unser Ladekabel drin. Zum Laden kommen wir auch noch gleich. Und was auch ganz cool ist, die elektrische Heckklappe. Ein Knopfdruck. Und die Heckklappe schließt. Ja, jetzt kommen wir zum Laden. Da zeigen wir euch, wie es funktioniert, wie schnell er lädt und was zu beachten ist. So, wir haben jetzt hier eingeparkt bei unserer Ladestation. Jetzt zeigen wir euch das Laden. Was mir halt immer auffällt beim Aussteigen, diese 20 cm Bodenfreiheit ist super angenehm beim Aussteigen wie der Vorderrad SUV. Und während ich euch das Laden zeige, erzähle ich ein bisschen so ein paar Fakten zum Akku. Wir haben eine Batteriekapazität von 51 Kilowatt. Wir können AC und DC laden. Das AC-Laden funktioniert bis zu 11 kW. Das machen wir jetzt auch. Das DC-Laden mit bis zu 100 kW. AC-Laden findet oftmals bei Ihnen bei euch zu Hause statt an der Ladestation, ein bisschen in der Wallbox oder halt in der innerstädtischen Ladestation. Das DC-Laden sind so Schnellladestationen, auch genannt, oftmals an den Autobahnen zu finden, also Ladeparks. Wenn wir mit 100 kW laden, laden wir von 20 auf 80% innerhalb von 20 Minuten das Auto auf, also auch super schnell. Das heißt, wenn wir irgendwo weiter weg unterwegs sind, haben wir da keinen großen Zeitverlust. Die Reichweite beträgt ca. 400 Kilometer kombiniert, laut WLTP-Angaben. Innerstädtisch sogar bis zu 597. So, jetzt habe ich das Ladekabel einmal da angeschlossen, an unsere Ladestation. Und jetzt haben wir hier zwei verschiedene Anschlüsse. Einmal für das AC-Laden und das DC-Laden. Wir laden ja jetzt AC, also kommt das Ladekabel hier oben dran. Dann packe ich hier meine Ladekarte aus. Halte sie kurz an die Ladestation, dass die auch weiß, okay, wir wollen laden. Das hat funktioniert. Das Auto hat sich gerade schon selbst verriegelt, ansonsten mache ich es mal mit dem Schlüssel. Und jetzt leuchtet es da vorne grün und dann wissen wir auch, er lädt. Während wir laden, zeige ich euch den Platz im Rücksitzbereich. Schauen wir mal kurz Platz. Ja, also für alle, die mich noch nicht persönlich hier kennengelernt haben, ich bin so ca. 2,10 Meter groß. Wie man sieht, Beinfreiheit vorhanden, Kopffreiheit auch. Also es ist ein riesen Raumwunder, der Avenger. Nee, Spaß, also ich bin etwas kleiner und habe deswegen auch so viel Platz.
Aber auch jemand mit 1,85 oder 1,90 hätte ich hinten auch noch Platz, könnte hier auch noch sitzen. Von daher, mitfahren hinten ist überhaupt kein Problem. Und für ein SUV in der Größe perfekt, finde ich, ist der Platz hier hinten ausreichend. Jetzt gucken wir uns aber die Größe von außen nochmal an. Also, der Avenger ist 4,08 Meter lang und 1,78 Meter breit. Wie schon erwähnt, für die Stadt das perfekte Auto. Und ja, zum Thema Stadt, ich stecke jetzt einmal das Kabel ab, nimm jetzt Platz in dem Avenger und jetzt fahren wir mal zusammen und schauen wir mal, wie der Avenger sich eigentlich fährt. So, bevor wir losfahren, zeige ich schon mal die Sitze hier im vorderen Bereich. Und zwar haben wir hier die Teilledersitze im Summit, Außenleder, Innenstoff. Hier oben nochmal schön eingesteckt der Jeep-Schriftzug. Und hier wird das Gelb aufgenommen, was wir auch vorne hier in der Armatur haben. Ja, wer das Gelb nicht mag, kann das Ganze auch in Grau oder Schwarz haben. So, jetzt genug geplappert und wir fahren jetzt einmal los. So, jetzt sitzen wir im Avenger und testen mal aus, wie er sich so fährt. Was sofort auffällt, er lässt sich super angenehm fahren, was auch damit zu tun hat, dass wir im E-Auto sitzen. Das heißt, wir haben hier keine Gänge und es ist super geräuscharm. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde er über die Straßen gleiten. Es macht einfach Spaß und entschleunigt ein bisschen, so vom Alltag, finde ich auch. Also mir geht es zumindest so. Und ja, wie gesagt, lässt sich super angenehm fahren. Dann kommen wir mal zu den Assistenzsystemen, die wir hier mit Avenger haben. Und zwar finden wir die hier unter anderem hier am Lenkrad. Links hier am Lenkrad können wir die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren. Das heißt, ich setze hier die Geschwindigkeit fest und er hält dann auch automatisch den Abstand zu dem vorderen Auto. Das heißt, bremst das vordere Auto, bremst das Auto hier auch ab, beschleunigt er wieder vorne, beschleunigt mein Auto auch wieder auf die eingestellte Geschwindigkeit. Dann habe ich hier auf der rechten Seite die Tasten für das Infotainment-System, also das heißt telefonieren oder Musik hören, kann ich lauter leiser stellen, beziehungsweise auch dann die Personen anrufen. Hier links am Blinker haben wir einen Knopf, da können wir auch die Ansicht wechseln. Wir haben hier nämlich vorne ein 7 Zoll virtuell Cockpit. Aktuell sehe ich den Energiefluss, meine Reichweite in Prozent bzw. auch in Kilometer. Und wenn ich den Knopf betätige, dann sehe ich zum Beispiel auch die Navi-Karte. Das heißt, wenn ich mein Navi aktiviere, sehe ich dann auch, wo geht's lang. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal auf den Bildschirm hier oben rechts schauen, der 10,25 Zoll groß ist, sondern kann einfach immer hier vorne auf meinem Cockpit-Instrument schauen, wo ich jetzt abbiegen muss, wo es lang geht. Genau. Kommen wir dann auch zu dem Bildschirm. Der ist 10,25 Zoll groß. Den kann ich über Touch bedienen. Oder hier unten haben wir noch Tasten, wo ich dann mit ins Hauptmenü komme. Beziehungsweise kann ich hier rechts über die Taste auch noch weitere Assistenzsysteme aktivieren oder deaktivieren. Unter anderem den Spurhalteassistent, der jetzt zum Beispiel aktiv ist. Das heißt, wenn ich die Spur verlassen sollte, ohne zu blinken, lenkt der Avenger dagegen. Ansonsten kann ich ihn über zweimal Betätigen des Bildschirms auch ausschalten. Ja, was haben wir dann noch hier im Avenger zum Thema Fahren? Die Drive-Modi, die ich hier einstellen kann über eine Taste hier unten. Wir fahren jetzt im Normalmodus. Wenn ich den betätige, die Taste, bin ich im Sportmodus. Da sind auch die vollen 156 PS, stehen uns dann zur Verfügung. Das ist die einzige Motorisierung, die derzeit zur Verfügung steht. Oder ich wechsle in den Eco-Modus. Da fahren wir verbrauchsoptimiert. Das heißt, hier lässt er nicht ganz so viel Power zu. Und auch die Leistung der Klimaanlage wird etwas runtergedrosselt. Weil wir in einem Jeep sitzen und einen Jeep fahren, muss natürlich auch der Modus Sand dabei sein. Das heißt, hier passt sich auch etwas das Lenkverhalten an. Es wird ein bisschen leichter oder wesentlich leichter sogar. Das heißt, wenn sie irgendwo im Sand feststecken und man sie da irgendwie rauskramen will, muss das ja auch schön leicht sein, weil wir haben ja schon genug Widerstand durch den Sand. Und die Traktionskontrolle wird nochmal ein bisschen angepasst. Und das passiert auch hier im Modus Schlamm oder im Modus Schnee. In einem E-Auto ist das Thema Rekuperation natürlich auch ganz wichtig. Wir haben in dem Avenger hier eine Rekuperationsstufe. Die aktivieren wir über den Drive-Schalter. Also wenn wir hier den Drive-Schalter betätigen, haben wir noch ein rotes B, da leuchtet das Orange auf. Und wenn ich jetzt hier vom Gas gehe, bremst der Avenger ab, gewinnt so Energie zurück, speist ihn in den Akku ein und so erhöhen wir unsere Reichweite. Es ist aber kein Wattable Driving, das heißt, der Wagen bleibt nicht komplett stehen. Im Avenger haben wir auch ein Energiemenü, das finden wir im Infotainment-System unter App-Liste, dann auf Energie und dann sehen wir zum Beispiel Energiefluss, Statistik und Laden. Das Thema Laden, was verbirgt sich darunter? Und zwar können wir die Ladezeit einstellen, das heißt, wir können einstellen, wann er anfangen soll zu laden.
Als Beispiel können wir sagen, okay, er soll bitte anfangen zu laden ab 11 Uhr, weil da unsere PV-Anlage Strom produziert, weil da die Sonne scheint, wie es heute jetzt auch tut. Oder ab 1 Uhr nachts, weil wir Nachtstromtarif haben und wir da 10 Cent weniger zahlen. Das heißt, da können wir halt kostengünstig laden bzw. umweltfreundlich laden über die PV-Anlage. Es ist zwar nicht am Ende Gemüse dabei, aber das Thema Vorklimatisieren ist auch eine feine Sache in einem E-Auto. Das heißt, wir können über eine App oder über das Infotainment-System einstellen, dass wir zum Beispiel morgen um 8 Uhr auf die Arbeit fahren wollen im Winter. Dann ist es angenehm warm. Oder jetzt im Sommer nach der Arbeit um 18 Uhr ist es dann angenehm kühl, weil das Auto einfach für eine perfekte Temperatur gesorgt hat. Und das ist halt eine super komfortable Sache. Jetzt machen wir weiter im Interieur. Was den Avenger auch ausmacht, sind die ganzen Staufächer. Also wir haben super viel Stauraum. Klassische Staufächer natürlich hier in der Fahrertür oder rechts in der Beifahrertür. Dann haben wir hier in der Mittelkonsole noch dann die Cupholder. Die können wir auch verstellen, sei es kleine oder große Becher. Und hier haben wir so einen kleinen Mitteltunnel. Ist abgedeckt mit so einer magnetischen Abdeckung. Da haben wir auch riesen Staufer. Da passt eine ganze Handtasche rein von der Dame. Und die intensive Ladestation für das Handy. Was dann auch noch kabellos funktioniert, ist das Apple CarPlay und Android Auto. Auch eine ganz feine Sache. Und bevor das Video zu Ende ist, eine coole Sache, was beim Avenger gibt, was ich so noch nie mitbekommen habe oder gehört habe, das Blinkergeräusch. Ja. Wie so eine Art Beatbox. Ich halte mir jetzt mal kurz meine Klappe und lass mal einmal blinken. Ich hoffe, man hört das in dem Video. Also ich finde es super cool, dass sich das einfallen lassen haben. Habe ich so noch nie gehört. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ganz fleißig kommentieren, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wenn sonst noch Fragen sind, gerne auf mich zukommen. Meine Kontaktdaten findet ihr auf dem Video. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Und achso, dran bleiben. Die Außenaufnahmen, die jetzt kommen, sind auch richtig cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao. This is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude.